Hallo Leute, euer Gamertier, grüße euch und ihr seid bei eurem Kanal, wo wir The Witcher 3 Hexeraufträge so authentisch wie möglich nur machen wollen. So, wir befinden uns jetzt in Weißgarten und das ist auch die erste Anlaufstelle im Spiel von unserem Geralt. Ich habe gerade von diesem Anschlagbrett eine wunderbare Nachricht bekommen. Wir gehen auf die Hexeraufträge und lesen mal vor. In Weißgarten fand Geralt den Aushang eines gewissen Obdolan, der im Dorf wohnte und einen Profi suchte, um ein Monster bei einem Brunnen zu vertreiben. Dies war klassische Hexerarbeit und so beschloss Geralt, mit dem Mann zu reden. Und das machen wir auch. Wir versuchen, jeder Geschichte hier Leben einzuhauchen und auf den Grund zu gehen, warum, weshalb, was genau passiert ist. Wir werden uns perfekt auf jeden Kampf vorbereiten und so versuchen eine Geschichte, um die ganzen Fälle, was hier passiert, zu machen. Und so begeben wir uns jetzt zu diesem Herrn Obdolan und fragen ihn, was ist passiert. Nur wo ist denn hier der Eingang? Muss wohl da vorne gehen. Okay, wir haben einmal das Haus inspiziert. Falls ihr noch wissen wollt, Leute, ich verlinke euch mein Video oben. 5 Tipps zum richtigen Start in Weißgarten, damit ihr auf Todesmarsch richtig gut durchkommt. Aber jetzt lauschen wir mal, was er zu sagen hat. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Nur daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Okay, bitte beschreibe mir den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend, schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau, direkt aus dem Grab, mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Nun gut, zu jedem Hexergespräch gehört natürlich auch die Ich habe Belohnung. Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Wir wollen Gut, dann 22. ist das geklärt. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Alles klar, und somit haben wir jetzt eine neue Mission angenommen. Es geht hier um die Tochter eines Sohnes. Ah, Blödsinn. Um die Tochter eines Möge die Sonne auf dich. Jägers, Landwirtes, der Wasser braucht, damit sie das Fieber senken kann. Und wir begeben uns jetzt einmal auf die Reise nach Hüttel. Und hier kann man sehen, wie so die Lage ist. Suche den Geist, der im Brunnen spukt. Den werde ich mal suchen. Okay, und hier sind wir schon beim verlassenen Dorf. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Okay. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne Hinweise auf die Anwesenheit des Geistes. Das Gras um den Brunnen ist versengt. Okay, scheinbar ist der Geist im Feuer mächtig. Mal sehen,
ob in den Häusern noch irgendwas los ist. Altes Ziegenfell. Oh, was haben wir hier? Hundedark, Schaffell, das nehmen wir mal mit. Oh, was ist hier? Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Absolut. 27. März 1250, doch schon ein paar Wochen her. Es ist passiert, Volker hat am Gerichtshof in Wüsimer Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angefügt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Pietras Hochzeit heimplatzte und das Recht auf die erste Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, wofür wir die Tädel in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und unser aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften, endlich können wir als freie Menschen leben. Der 12. April ist der erste Tag unserer Freiheit. Hüttl ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir scheint es wunderbarer als jeder Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse zu vertreiben. Und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Pflug und keine Hacken haben, und dass wir das Armband zum Kaufen zurückzubringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volk erinnern und daran, wie glücklich wir in dem Wag waren. Am 23.04. heißt es, der Herr kommt uns besuchen. Er will ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun werden wir ihn sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Okay. Die Geschichte handelt um Volker und Claire, die anscheinend übelst behandelt worden sind von einem Gutsbesitzer. Okay, finden wir noch hier etwas, das uns etwas aufklärt? Nein. Unsere Hexesinne helfen uns da schon. Oh ja, kann Art helfen. Auch nichts Interessantes. Schwierig hier etwas zu finden. Ah, ein Hund. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Mittagserscheinungen. Darüber haben wir im Bestiarum schon was gelesen. Mal kurz nachsehen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren ungetreuen Geliebten oder verräterischen Rivalen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Okay. Mittagserscheinungen bluten nicht und sind größtenteils gegen die Auswirkungen von Hexerzeichen immun. Sie sind in der Lage, Spiegelbilder ihrer selbst zu projizieren, die ihre Opfer in einer Art krankhaften Tanz umkreisen. Oh, wow, wow, wir können uns auf einen heftigen Kampf bereit machen. Helfen tut Mondstaub, Geisteröl und Irren. Wenn wir jetzt auf unsere Inventarliste einmal schauen. Wir haben ein Geisteröl, wir haben leider keine Mondstaubbombe und Irren haben wir auch verbessert. Die Erscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ein Seil. Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche.
hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Oh Gott. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Okay. Das wird die Frau sein, die im Tagebuch erwähnt worden ist. Und wir springen mal runter. Oh! Und vielleicht finden wir jetzt... in diesem Wirrwarr... ein Armband. Das, was die Frau hier an diesen Ohren bindet. Und hier ist dieses Armband. Okay, es ist extrem dunkel hier. Mal schauen, ob ich eine Fackel dabei habe. Ja. Eine Fackel macht mir das schon einfacher. Vielleicht geht es ja hier raus. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Okay. Aber was ist hier jetzt genau passiert? Ist vielleicht etwas passiert, wie dieser Gutsherr, der was zuerst der Gebieter war von ihnen, vielleicht hat dieser sich es anders überlegt und ist mit Soldaten gekommen und hat die beiden auf grausame Weise ermordet. Man weiß es nicht. Zuerst einmal versuchen wir jetzt einen Weg aus der Höhle zu finden. Ah, hier geht es raus. Fassen wir nochmal zusammen, Claire und Volker. Haben einem Herrn gedient, dem sie dann trotz eines Gerichtsverfahrens aus dem Gefängnis gekommen sind. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Das werde ich versuchen. Zunächst einmal werden wir uns gut vorbereiten, das Geisteröl auf unser Silberschwert tropfeln. Tränke, wir haben Schwalbe vorbereitet und wir haben Waldkrauts vorbereitet, auch eine Wasserflasche. Und wir haben das Hexerzeichen Irden, was uns hier beschützen kann. Okay, ich muss mich vorbereiten. Und vielleicht finden wir, nachdem wir diese Mittagsgestalt besiegt haben, heraus, was wirklich passiert ist in diesem Dorf. Und das Armband. Igni. Da ist die Erscheinung. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Komm her.
Mit Igni ist die... Aber was soll ich denn? Sie ist fort. Das war... Für immer. Geistessenz, Amethyststaub und deine Trophäe. Nun gut. Gehen wir zurück und holen uns unsere Belohnung. Und vielleicht erfahren wir von Odolan, was hier wirklich geschehen ist mit Claire und Volker. Vielleicht kann er Sache in die bringen, in die, oder Licht in diese Sache bringen, damit wir wissen, was hier wirklich passiert ist. Aber was wir von Besteraum wissen, ist, dass eine Mittagserscheinung immer Frauen sind, die kurz vor ihrem, vor ihrer Hochzeit auf einem grausamen Tod dahinscheidet. Das heißt, es muss irgendetwas passiert sein mit diesem Gutsherrn. Und ich hoffe, das werden wir jetzt herausfinden. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Dann sollte das Geld behalten. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Und zum Abschied interessiert mich das noch, was mit den beiden passiert ist und so, müssen wir zu dieser Kräuterfrau Tomira, die was sich hier befindet. Die Quest ist zwar abgeschlossen, aber Tomira, die Kräuterfrau, kann uns sicher noch erzählen, was jetzt genau passiert ist, damit wir diese Geschichte abschließen können. Ändern können wir es nicht. Der Geist ist vertrieben. Hani kann Wasser trinken, damit sie wieder gesund wird. Doch wir wollen Licht in die Sache bringen. Ja? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Und somit endet jetzt die Geschichte von Claire und Volker. Wir wissen, was passiert ist, in etwa. Wissen kann man es nie, so wie sie es gesagt hat. Und wir freuen uns auf den nächsten Hexauftrag, den wir wieder auf den Grund gehen. Bis dahin, bleibt dran, euer Gemmert. Ciao, ciao.